Hallo, ich bin CPU Test Unit und spiele DayZ auf der PlayStation 4. Und da es in der Gruppe doch einige Fragen gab bezüglich des Spiels und auch sehr viele erst neu hinzukommen, die das Spiel gar nicht vom PC her kennen, dachte ich mir, ich verfasse mal eine Art Tagebuch und erkläre euch hier die prinzipiellen Standarddinge und nehme euch einfach mal mit. Wir wollten uns in der Gruppe treffen und auf DayZ stellt sich das als nicht ganz so einfach dar. Denn ihr seht, ich bin hier frisch gespawnt, wer sich erinnert, mein letzter Ausflug endete tödlich. Und bin natürlich am Strand gespawnt, wie alle Neuspawner in diesem Spiel. Ich laufe jetzt in Richtung des ersten Ortes, der in Sicht kommt, um mir dort ein bisschen Loot zu besorgen. Und einfach mal zu schauen, was so möglich ist, ob ich Glück habe und was finde. Die Gruppe, mit der ich zusammenspielen will, ist nun ebenfalls auf dieser Map gespawnt und ich erkläre euch jetzt mal kurz, wie man das am besten anstellt. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten. Entweder ihr wählt, sprecht euch im Vorfeld ab und wählt den gleichen Server im Startmenü wie den Server, den eure Freunde nutzen. Oder ihr wählt im PlayStation-Freunde-Menü über die Übersichtsfunktion, wo ihr seht, welche Spiele eure Freunde gerade spielen, das Spiel DayZ. Und wählt dann dort mit X das Spiel aus. Und dann könnt ihr unten links über den Button Beitreten direkt auf die Map eures Freundes springen. Das Problem mit dem auf die Map springen ist allerdings, dass ihr nicht etwa 50 Meter neben eurem Freund spawnt, sondern eben am Strand. Und dann eben zu eurem Freund reisen müsst. Also eine gewisse Vorarbeit im Bezug auf Planung, wo trifft man sich, um wie viel Uhr und wie kriegen wir es hin, dass alle dann am gleichen Ort sind, ist schon notwendig. Jetzt kann man über den Ingame-Chat kommunizieren, indem man entweder im Spiel direkt mit dem Steuerkreuz-Button nach unten das Mikrofon aktiviert und spricht. Das hört dann allerdings jeder, der im näheren Umkreis ist und es verrät somit die Position. Oder aber man nutzt den PlayStation-Chat und baut dort eine Party auf und spricht dann miteinander. Der Nachteil des PlayStation-Chats ist allerdings, dass man dann nicht mehr auf der Karte sprechen kann, da der Chat immer priorisiert wird und man auch die Leute auf der Karte selbst dann eben nicht ansprechen kann, um Dinge zu fragen oder ähnliches. Man müsste dann die Party erst schließen oder verlassen, um das zu tun. Verlasst ihr das Spiel allerdings lebendig, dann spawnt ihr beim nächsten Mal an derselben Stelle wieder, an der ihr es verlassen habt. Wenn ihr also mit einem Trupp unterwegs seid und ihr alle gleichzeitig despawnt und am nächsten Tag dann gleichzeitig wieder rein spawnt über die Freunde-Funktion oder über die Serverauswahl, dann seid ihr gleich alle zusammen an derselben Stelle und könnt von da aus losziehen. Ihr seht jetzt hier das Schild des Bahnhofs. Sowas dient immer gut zur Orientierung, denn ihr findet im Internet reichlich Maps zu dem Spiel selbst, die nur von der PC-Version her rühren, aber da ist sehr viel identisch. Und vor allen Dingen die Orte könnt ihr dann auf diesen Karten finden und so bestimmen, wo ihr seid und einen Weg zu euren Freunden planen. All das habe ich im Vorfeld gemacht und jetzt bin ich auf dem Weg. Und habe auch schon einiges an Loot gefunden inzwischen. Und bewege mich weiter nach Norden. Denn der Treffpunkt, den wir uns überlegt haben, befindet sich sehr weit am nördlichen Rand der Karte. Ich nutze die Schaufel als Schlagwaffe in dem Fall. Man kann aber mit solchem Equipment sehr viel machen. Man kann zum Beispiel auch graben, nach Würmern suchen. Und generell kann man in DayZ sehr viele Gegenstände miteinander kombinieren. Und ich empfehle euch da reichlich auszuprobieren. Auch die Rezepte hierzu kann man sich teilweise nachschlagen und nachgucken im Netz. Ansonsten empfiehlt es sich wirklich umzutesten, denn man kann Gegenstände craften, man kann Waffen bauen, man kann sein Lager ausbauen, ein Lager errichten. Und ihr seht, ich habe jetzt hier einen anderen erlegt und befreie ihn von seiner leckeren, wie auch immer das Getränk hier Ingwer gerade genannt wird. Und ziehe dann weiter in Richtung Treffpunkt. Teilweise hilft es natürlich auch, wenn man aufeinander zuläuft, wenn das Kartenverständnis da ist, dass man grob dann weiß, wo man sich trifft oder eben im Vorfeld schon dorthin reist.
erzählt, ich war verletzt, ich muss mich nun verbinden, dazu nehme ich einen Stofflappen. Da sollte man darauf achten, dass ein sauberer Stofflappen ist, sonst könnte man ihn desinfizieren, wenn man Desinfektionsmittel hat. Aber ansonsten verbindet euch nur mit sauberen Stofflappen. Stofflappen kriegt man durch Zersäbeln der Kleidung zum Beispiel, indem man diese mit einem Schneidegegenstand zerlegt. Das war jetzt eine abgeschlossene Tür, da bräuchte ich wohl irgendwie spezielles Schlüsselequipment, Dietrich oder so. Und ihr seht, auch die Autos zu öffnen, anders aufzumachen, reinzugucken, ist Loot drin, lohnt sich immer, wenn man auf der Suche nach Gegenständen ist. Manchmal hat man Glück, manchmal nicht. In dem Fall habe ich nicht so viel Glück, denn leider ist auch diese Dose dort unten aus irgendwelchen Gründen unerreichbar. Mir ist auch aufgefallen, dass das Inventarmenü teilweise wirklich sehr schwierig zu handhaben ist in Bezug auf Gegenstände, die man ablegt und aufnehmen will, die dann teilweise nicht mehr richtig funktionieren oder sich nicht aufheben lassen. Ich hoffe, dass es da vielleicht bald irgendein Update zum gibt, was das bereinigt. Aber im Großen und Ganzen fällt es glücklicherweise nicht so sehr ins Gewicht. Immer noch versuche, an diese Dose zu kommen, leider sehr erfolglos. Gebe ich die Sache dann auf und denke mir, gut, ich finde hoffentlich noch woanders etwas. Und weiter geht's. Da haben wir dann schon was. Das sind Cracker. Cracker schmecken gut. Das Spiel hat sehr viel Tiefe, dementsprechend ist es so, dass wenn ihr solche Trockennahrung isst, dafür euer Getränkehaushalt rapide nach unten geht. Ich trinke nun erstmal was, auch weil mein Inventar sehr voll ist, und esse dann einige Cracker dazu. Etwas später bin ich jetzt, ihr seht, es wird langsam dunkler, auf dem Weg zum Hafen im Norden, und sollte alsbald, hier ist wieder ein Ortsschild, auf meinen ersten Partner treffen. Die Nacht über haben wir diesmal den Server gewechselt, auch etwas, was sich empfiehlt, wird plötzlich dunkel, abgesprochenen Server wechseln. Ihr spawnt an derselben Stelle wieder, habt dann aber gegebenenfalls Tageslicht. Ihr seht, mein Partner ist da. Ich habe ihn auf dem Boot entdeckt, oder besser gesagt, da ist er reingespawnt. Dementsprechend hat er die Kapitänsmütze auf. Wir nennen ihn einfach der Captain. Wir warten hier auf unseren dritten Mann, der jetzt bald von Süden zu uns stoßen sollte. Wenn ihr mal schaut, man sieht schon ziemlich weit in Bewegung. Auch ein recht wichtiges Element im Spiel, darauf zu achten, ist was um mich herum los? Kommt vielleicht wer? Und dann spricht man sich ab und sagt, spring mal, damit man auch weiß, es ist der Freund. Es ist nicht irgendein anderer Spieler, der schwer bewaffnet, gerade anstürmt. Und somit ist unsere kleine Gruppe für den heutigen Tag komplett. Ich gebe jetzt erstmal etwas von meinem Equipment ab. Sehr schön, dass das auch funktioniert. Lege einen Vorschlaghammer auf den Boden, damit unser Mitreisender sich diesen schnappen kann. Und ebenfalls erstmal eine Nahkampfwaffe besitzt. Auch Wasser, alles andere kann man wunderbar tauschen. Man kann sich als Team also wunderbar unterstützen und Gegenstände anreichen. Und sich gegenseitig helfen und auch wiederbeleben. Man kann sogar Blut tauschen bzw. Blut spenden. Wir machten uns auf den weiteren Weg nach Norden und treffen auf weitere neue Einwohner dieser apokalyptischen Welt. Und beim Kampf ist es wichtig oder essentiell, dass der Abstand halbwegs stimmt. Wenn man zu nah dran ist, wird man nicht treffen. Ist man zu weit weg, trifft man auch nicht. Das braucht ein bisschen Koordinierung, bis man raus hat, welcher Abstand der beste ist. Man selbst braucht auch einige Treffer durch die unbewaffneten NPC-Zombies, bevor man das Zeitliche segnet. Ist man verwundet und blutet, wie gesagt, muss man sich verbinden. Hier haben wir jetzt gerade das Tor zugemacht, auch sehr hilfreich, aber sperrt die anderen einfach aus. Wir haben uns weiter durchgeschlagen nach Norden,
zu dieser wunderschönen Kirche mit einem riesigen Friedhof dran und haben dann leider sehr durstig tatsächlich Wasser gefunden. Aber warum leider? Um auf diesen Brunnen zu springen, müsst ihr ein bisschen Abstand halten. Seid ihr zu nah dran, springt er nicht hoch. Und aus diesem Brunnen haben wir dann getrunken und unseren Durst gestillt. Seht jetzt beim Wassersymbol die zwei Pfeile nach oben, das Wasser füllt sich auf. Das konnten wir leider nicht lange ungestört machen. Und da haben wir uns vorgezogen, uns abzusetzen, denn ohne Fernkampfwaffen ist es schwierig gegen Spieler mit Schusswaffen. Wenn die Spieler halbwegs verstehen, was sie tun, dann endet man mit dem Kopfschuss per Zielfernrohr. Der ganze schöne Loot ist weg. Ihr seht jetzt unten rechts so ein Bakteriensymbol. Das liegt an dem stehenden Wasser, das wir getrunken haben. Wir haben uns leider den Magen verdorben. Und haben beschlossen, weiter in den Wald nach Norden vorzudringen und dann an der nördlichen Ecke der Map nach weiteren Gebäuden zu suchen. Denn was wir jetzt brauchen, sind Kohletabletten. Hier gibt es maßgebliche Medizinstationen, um die Magenverstimmung zu heilen. Ansonsten wird es schwierig, das Essen bei sich zu behalten. Man erbricht sich. Generell gelten hier die ganzen Außeneinflüsse ebenfalls als ernstzunehmendes Risiko. Also bei Regen draußen rumzulaufen, ohne Regenkleidung, nicht zu empfehlen. Man durchweicht, man wird nass, man wird krank, man stirbt, wenn man nicht schnell genug ein Feuer hinbekommt. Durch das Kräften von Ästen, Baumstämmen und das Ganze zu entzünden, um sich trocken zu bekommen, an einem trockenen Platz wird man sterben. Das sind Apfelbäume, normal eine zuverlässige Essensquelle. Aber auf der PlayStation fällt es sich anders. Die Äpfel hängen nicht in den Bäumen. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen gefunden, muss ich dazu sagen. Aber unser Trupp war glücklich und hat einen Apfel gefunden. Die liegen hier auf dem Boden, anders wie in der PC-Version. Und da haben wir in dem kleinen Nest, wo wir gelandet sind, weiter gelootet. Ihr müsst also darauf achten, dass ihr euch trocken haltet. Medizin nehmt, wenn ihr verwundet seid, euch verbindet, wenn ihr einen Bruch habt. Das Ganze schient mit Ästen und Stofffetzen. Und einfach versucht, euch fit zu halten. Also die Einstellungen unten sind wichtig. Gut im Auge behalten. Nachdem wir hier noch einige Munition gefunden haben, haben wir die verteilt, in der Hoffnung, dass die Kaliber passen und wenigstens einer dann mit Schusswaffe rumläuft. Und da haben wir das Dorf weiter durchsucht. Seht ihr, ihr könnt wunderbar tauschen. Unser dritter Mann, also keine Sorge. Und wir rückten dann weiter vor ins Ortszentrum auf der Suche nach brauchbarem Wasser, Lebensmittel und guten Loot. Ihr seht, wenn ich schnell laufe, verbrauche ich deutlich mehr, wie wenn ich langsam laufe. Und hier kommt jetzt das ultimative Wasserangebot, ein Brunnen. Aus diesem Brunnen könnt ihr bedenkenlos Wasser trinken. Mittels Drücken der Quadrattaste. Ihr könnt dort Flaschen, Töpfe, andere Behälter mit Wasser füllen, das Wasser mitnehmen. Es ist wichtig zu wissen, wo diese Brunnen stehen, damit man nämlich seine Route über die Karte ordentlich planen kann und weiß, an welchen Stellen man seine Wasserflaschen wieder auffüllen kann für den nächsten Streckenabschnitt. So haben wir hier den Ort noch weiter gelootet bis zum späten Abend. Und dann wurde es langsam Zeit für mich, einen Schlafplatz für die Nacht zu suchen. Und dabei wäre es wichtig zu beachten, dass wenn man despawnt und sich eine Position sucht, an der man auch wieder gut zurückspawnen kann, ohne dass man dann dort von mehreren Spielern überrascht wird, die vielleicht schon vorher anwesend waren. Also suche ich mir ein nettes, gemütliches, kleines Plätzchen, wo ich die Nacht verbringen kann.
und meine Partner wollen noch ein wenig weiterziehen. Wir haben uns verabredet, im Morgengrauen wieder uns hier zu treffen und zusammen weiter die apokalyptische Welt zu durchqueren, in der Hoffnung auf Hilfe oder Entkommen. Und so drücke ich den beiden die Daumen und habe mich in meine Nachtkammer verzogen und hoffe, dass sie dann bald wiederkommen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, einige leuchtende Dinge beinhaltet, und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Das ist das Ende von Tag 1. Bis bald!